Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt vor Zuschauern, vor 20.000, 25.000 Menschen gegen den VfL Bochum in einem, ich möchte es fast berauschendem Spiel nennen, gewinnt vollkommen verdient, gewinnt vollkommen zurecht und hat unser aller Herz höher schlagen lassen. Und bevor ich jetzt irgendwas sage und unsere Gäste vorstelle und sonst was, gibt's einen kleinen Gänsehautmoment für euch alle. Das war schon wieder eine Gänsehaut. Ich habe jetzt schon wieder Gänsepelle tatsächlich. Krass. Also der Moment, als die Hymne aufhört und die Fans weitergesungen haben, das hat sogar am Fernseher zu Hause, hat einen total mitgenommen. Und meine beiden Gäste waren sogar Teil dieses Stimmkanons, würde ich mal behaupten, denn sie beide waren im Stadion. Zum einen frisch aus der Ernüchterungszelle entlassen, die Kaution wurde gestellt und wird mit der Saisonwette verrechnet. Ja, Marco. Moin, Marco. Ja, moin. Ja, moin. Ja, Marco, wir kommen gleich drauf, wie dein Stadionerlebnis war. Das kannst du gleich alles ganz in Ruhe erzählen. Aber ich glaube, wir holen erstmal noch den Gast mit ins Boot. Der war ja auch im Stadion und dann könnt ihr euch da gemeinsam ein bisschen austauschen. Bei uns ist Mario Valentino, der ebenfalls für den Mitgliederrat kandidieren wird. Das wird heute auch ein Thema sein. Aber jetzt erstmal geht's natürlich um die sportlichen Dinge. Moin, Mario, grüß dich. Moin. Ja, moin. Freue mich, dabei zu sein. Ja, genau. Über deinen Alkoholzustand ist nichts bekannt aus dem Spiel. Ich glaube, das ist auch besser so, wenn du Ämter anstrebst. Aber ihr beiden dürft ja mal erzählen, wie war denn so der Besuch für euch? Ja, also ich lasse den Gast mal anfangen. Ja, wie war der Besuch? Also es war schon was ganz Spezielles, das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder im Stadion zu sein und diese Atmosphäre nochmal aufzusaugen. Das muss man schon ganz klar sagen. Also die Corona-Spiele haben echt keinen Spaß gemacht eigentlich, die Geisterspiele vor allem. Und dann jetzt im Stadion zu sein, auch wenn es nur halb ausgelastet werden konnte, war schon mal wieder richtig, richtig geil. Das Ganze drumherum überhaupt, also am Stadion anzukommen, es hat sich halt angefühlt eigentlich wie ein ganz normaler Spieltag, muss ich sagen. Außer dass halt in unmittelbarer Umgebung dann des Stadions alle irgendwie eine Maske anhatten. Aber ansonsten war es gar kein so großer Unterschied, außer dass man halt eben da bei diesen Checkpoints eben einmal schnell durch musste. Aber ich glaube, als Fan ist man das sowieso gewohnt, dass man durch irgendwelche Schleusen gelotst wird und so weiter und so fort. Insofern, man hat jetzt gar nicht so den Riesenunterschied gespürt, finde ich. Auch wenn man reinkam, es war alles relativ dicht gedrängt. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war, aber es war halt so. Und man hat es eigentlich nur gemerkt, wenn man dann wirklich im Stadion dann saß und sich umgeguckt hat, dass es halt eben nicht wirklich voll ist. Ne? Es hat sich nicht halb leer angefühlt, sage ich jetzt mal. Also, dass dann nochmal genauso viele Leute reinpassen, hat man, wenn man sich so umgeguckt hat, fand ich persönlich halt jetzt nicht so, so stark wahrgenommen. Von der Stimmung her kommen wir wahrscheinlich ja gleich eh noch zu, was sowieso geil auch angesichts des Spiels und des Spielablaufs, Spielverlaufs. Aber es war halt einfach schon ein geiles Erlebnis, muss ich sagen. Marco, wie hast du es empfunden? Ja, bei mir ist es sogar noch ein bisschen, bei mir sind es fast 2 Jahre seit dem letzten Stadionbesuch gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also mir sind sogar bei der Hymne ein paar Tränchen geflossen, weil das war schon emotional. Also mich hat das voll mitgenommen. Und ich kann da nur zustimmen, dieser Gang zum Stadion und du siehst, wie irgendwie auch alle Bock haben. Also ich fand auch, egal mit wem ich mich, ich habe ja durchaus den einen oder anderen Hörer vorher getroffen,
Schöne Grüße nochmal an alle, die ich da getroffen habe. Diese Positivität, die irgendwie Steffen Baumgart in diesen Verein gezaubert hat, das ist für mich noch irgendwie ganz komisch und nicht greifbar. Also das, selbst ich, gefühlte Mecker-Rentner, ertappe mich dabei, wie ich irgendwie sage, ja, irgendwie glaube ich, dass das ein großes Ding wird und wir irgendwie gar nicht darüber sprechen, dass wir eigentlich gar nicht so qualitativ gut besetzt sind, sondern irgendwie die Spieler, die da auf dem Platz stehen, die geben Vollgas und das macht irgendwie was aus. Und ja, also wie gesagt, ich fand auch, dass es gar nicht mir so vorkam, als ob da nochmal die Hälfte irgendwie dazukommt. Irgendwie fand ich das im Stehplatzbereich verhältnismäßig voll und da merkt man mal, was tatsächlich Stehplätze wirklich ausmachen, weil wenn ich mir überlege, dass ich glaube, bei den Sitzplätzen war ja gar nicht jeder zweite Platz frei, sondern dass gerade im Stehplatzbereich da ja noch einiges machbar ist, dann und man sich dann vorstellt, da sind 60.000 im Stadion und das geht so ab, Ja, das ist schon Wahnsinn. geht es euch auch so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das mal normal war irgendwie? Dass einem so total absurd vorkommt, zu sagen, da kommen 60.000 Leute zusammen und feuern dieselbe Mannschaft an quasi. Es war ja jahrelang Normalität, aber irgendwie fühlt sich jetzt total unwirklich an. Ja, also ich muss auch sagen, als ich ins Stadion kam, am Anfang war es echt ein bisschen auch, man hat so gemischte Gefühle gehabt, weil es wirklich auch sehr, sehr dicht gedrängt alles war, ne? Also die Leute standen da in den Buden an, diese Schlangen von den verschiedenen Buden waren alle so ineinander verkeilt, sodass halt kaum sogar ein Durchkommen war. Und im ersten Moment denkt man sich schon so, ob das hier alles so sein soll. Aber ich meine, es ist 2G, es sind alle durchgeimpft. Insofern hat man das sowieso relativ schnell abgelegt, auch zugunsten des doch positiven Gefühls, dass man endlich wieder im Stadion ist. Aber als ich zum Beispiel zu meinem Platz kam, ich saß dann direkt neben irgendwelchen anderen Leuten und meinte so, darf ich mal hier durch, weil ich sitze hier. Und die haben mich angeguckt, wie direkt neben mir. Ich so, ja, tatsächlich. Ne? Und also da, also auf der Nord, wo ich saß, Norduntergang, war zumindest nichts freigelassen irgendwo. Also keine Sitzreihen frei, aber auch keine Plätze zwischen irgendwie verschiedenen Leuten. Deshalb, also so 100% verstanden habe ich das Konzept ehrlich gesagt nicht. Also im Oberrang war relativ viel frei, aber am Unterrang habe ich jetzt nicht so große Lücken ausmachen können, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie das gedacht war. Nee, Das weiß also ich leider auch nicht. das habe ich auch nicht verstanden. Also das. Wie war das denn? Es dürfen Menschen zusammensitzen, die dem gleichen Haushalt angehören, wahrscheinlich, ne? Da saßen alle zusammen, also da waren keine Nein, Lücken. da waren Keine. keine Lücken. Aber das heißt Das nicht so, also im Restaurant dürfte ich ja zum Beispiel mit 10 Leuten rein, die fremde Haushalte sind. Ist das im Stadion dann genauso? Dass da vielleicht einfach 10er-Gruppen zusammen Karten kaufen können oder Boah, sowas? nee, ich glaube nicht. Also Also ich habe ja nicht mit den Leuten, neben denen ich da saß, die Karten gekauft, sondern das waren ja Fremde, Das waren die Fremde, ja, haben okay, halt einfach verstehe. da gesessen. Also wie gesagt, also auf der Nord zumindest und was ich so vom Unterrang gesehen habe, auch jetzt aus der Ferne. Da waren keine großen Lücken. Die Leute saßen einfach nebeneinander und auch vor und hintereinander. Also da waren keine Sitzreihen frei, da waren keine Plätze irgendwie als Lücken drin. Komisch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass nur Geimpfte rein dürfen und dass man dadurch dann irgendwie diese Lücken weglassen kann. Ich habe dazu aber auch offiziell vom FC jetzt nichts gelesen, ehrlich gesagt. Insofern keine Ahnung, was das Konzept dahinter war und ob es eins dahinter gab, Ja, weiß ich nicht. wobei ich da sagen muss, also wenn ich im Restaurant mit 10 Leuten zusammensitzen darf, indoor, aus fremden Haushalten, dann sollte das outdoor ja, wenn man es mal so rein logisch bedenkt, ja irgendwie auch möglich sein, auch wenn es jetzt halt mir Ja, fremde ja. Personen sind. Ob das beides Sinn ergibt, also sowohl das drinnen als auch draußen zusammensitzen, das wäre eine ganz andere Frage. Ich bin einfach nur der Meinung, dass man eine Logik reinbringen muss in die ganze Gesetzgebung. Ist auch egal, wir wollen gar nicht über Corona reden, das zieht uns, glaube ich, Genau. zu sehr runter. Wir reden lieber über die tollen Sachen, die am Samstag passiert sind. Also ich muss sagen, du hast es ja eben eingespielt und Marco hat es ja auch gerade nochmal berichtet, dass die Stadionregie ein bisschen spät dran war und die Hymne quasi dann beim Anpfiff abdrehen musste, war eigentlich Gold wert, weil dieser Moment, in dem quasi das ganze Stadion dann einfach weiter singt, der war legendär. Also es war ein so geiles Gefühl einfach, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass man es vielleicht so ein bisschen Nein, nein, wollte, nein, oder? nein, Nee, nein, das war keine man war Absicht. einfach, man war Die einfach waren sehr zu spät spät dran. dran. Ja. Ja, genau.
Und dann hat der Schiedsrichter irgendwann angepfiffen. Ja, genau. Also, dass die Hymne weitergeht, wenn sie dann irgendwann zu Ende ist, ist ja sowieso normal. Also ich denke, sie haben sich da einfach ein bisschen verzettelt. Mhm. Also kann ich jetzt mal eine ein bisschen langweiligere Zuhause-Guck-Geschichte erzählen. Ihr dürft jetzt alle Witze machen, die ihr wollt, ist mir vollkommen egal. Mein Bett ist zusammengebrochen am Wochenende. vor dem wenn ich mich gerne spielst. Da musste ich mir, also das ist am Freitag passiert, und da musste ich irgendwie einen Möbelladen oder so finden, der mir innerhalb von einem Tag ein neues Bett liefert, weil ich wollte gerne im Bett schlafen und nicht auf dem Boden, logischerweise. Ne? Jetzt kam dieses Bett am Samstag früh und musste halt zusammengebaut werden. Ne? Und dann kam ein Kollege vorbei, hat mir geholfen beim Zusammenbau, weil natürlich allein ein bisschen doof. Und das war jetzt eine fußballferne Person. Und dieser Mann wollte einfach nicht gehen. Es war dann so 15.20 Uhr. Ich wurde schon richtig nervös und richtig zitterig. Und wir saßen noch am Küchentisch. Und der immer so, ja, und dann war ich noch bei meiner Oma. Und dann habe ich da noch einen Kuchen gegessen. In dem Kuchen waren folgende Zutaten. Äpfel, Blaubeeren. Also es war ganz, es fühlte sich an, wie auf glühenden Kohlen zu sitzen. Dann habe ich ihn halt pünktlich um 15.29 Uhr rauskomplimentiert bekommen. Mit der Begründung, der Hund müsste jetzt vor die Tür. Und dann war der halt draußen. Ich mache den Fernseher an. Das Spiel lief schon und die Hymne lief auch noch. Das habe ich überhaupt gar nicht zusammengekriegt irgendwie in dem Moment. Ich dachte irgendwie, die schießen sich den Ball noch zu, so zum Aufwärmen oder irgendwas. Ich habe das gar nicht kapiert. Bis mir dann klar wurde, okay, da singen gerade die Fans ohne Begleitmusik quasi die Hymne weiter. Und das Spiel hat schon begonnen. Also es war ein ganz surrealer Moment. Aber wie ich sagte, jetzt so nochmal nacherlebend, ein totaler Gänsehaut-Moment. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also ich war ja auf der Südkurve im S1, also auf der rechten Seite bzw. linken Seite der Südkurve, ganz am Rand sozusagen. Es ist natürlich schon ein anderes Stadionerlebnis als, ich sag mal, mit aktiver Fanszene, weil die aktive Fanszene ja gesagt hat, wir sind erst wieder da, wenn alle rein dürfen. Mhm. Und deswegen, das war schon, also das hat man während des Spiels durchaus gemerkt, dass der, ich sag mal, der Support schwieriger ist, als wenn die aktive Fanszene dabei ist. Das ist unkoordinierter auf jeden Fall. Es ist unkoordinierter und auch, ich sag mal, nicht so langlebig. Also weil ich hatte hier die Aufgabe, vom Betreiber dieses Podcastes alle Gesänge irgendwie mitzuschneiden. Und die Svenja, die at Sportnet 83, die ja, von der ich ja die Karte hatte und die mit war, die hatte dann immer mich angehauen, so gegen den Arm, stand neben mir. Ich habe dann immer so einen Klatsch gegen den Arm gekriegt und hab dann das Handy gezückt, wollte gerade aufnehmen und dann war das schon wieder vorbei. Und dann, ich dachte so, ja, also. Das ist, merkt man schon, dass das da ist auch das völlig normal, dass sich da ein bisschen die Leute, die da waren, schwer taten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, trotzdem war die Stimmung erstaunlich gut. Ich habe damit nicht so gerechnet. Wer gibt denn dann quasi vor, was gesungen wird? Also irgendwo fängt eine Gruppe an, der Rest stimmt ein. Genau. Genau. Also es war auch eine Gruppe auf der West, relativ nah bei uns an der Nord, deshalb habe ich das immer wieder mitgekriegt, das war so ein Trupp von 5, 6 Mann, die dann auch immer wieder sich hingestellt haben und dann Gesänge angestimmt haben und dann das Umfeld animiert haben. Dann ist irgendwann die Nord mit eingekippt. Und das war eigentlich auch ganz cool, das mal so zu sehen, wie dann eben auf anderen Tribünen, wenn eben in Abwesenheit der aktiven Szene dann trotzdem Leute bemüht sind, eben für Stimmung zu sorgen. Auch wenn es eben, ja, wie du schon sagst, auch nicht so nachhaltig war. Ne? Das ist dann immer relativ schnell wieder abgeebbt. Aber dann haben die Nächsten eben versucht, wieder was Neues anzufangen. Und also man merkt schon, dass da immer Mühe da ist und dass die Leute da auch motiviert sind, eben für Stimmung zu sorgen. Das war schon cool. Okay. Habt ihr noch was zum Stadionerlebnis oder wollen wir zum sportlichen auf dem Rasen? Ich hab sonst nichts. Nö. Okay, aber liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die du getroffen hast, Marco. Ja. Ich hoffe, sie auch mal alle irgendwann zu treffen im echten Leben. Irgendwann bin ich auch mal wieder in Köln, wenn dann ein Spiel ist. Mal gucken, ob das zu Teilauslastung oder zu Vollauslastungszeiten sein wird. So, jetzt aber zu Köln gegen Bochum. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Stadion sogar ein noch intensiveres Erlebnis war als am häuslichen Bildschirm. Ich kann euch aber spontan nicht sagen, weil ich den FC mal über die 85 Minuten lang so extrem gut und dominant gesehen habe,
nicht mal das 5-1 gegen Kiel in Relegation, kann ich damit vergleichen von der Intensität her. Auch weil da die Tore viel früher gefallen sind einfach und es ein ganz anderes Spiel dadurch wurde. Aber allein dieser komplette Wille zu zeigen, ey, Bochum, wir sind der Erstligist, ihr seid der fucking Aufsteiger, stellt euch hinten an. Und das weitestgehend durchzuziehen, fand ich unfassbar beeindruckend. Ja. Definitiv, ja. Das ist so, das war schon, da gebe ich dir völlig recht, das war schon irgendwie ein Spiel, was wir, ich sag jetzt mal, über 90 Minuten, auch wenn wir mal ein bisschen schwächere Phasen hatten, aber über 90 Minuten komplett dominiert haben. Also allein, wenn man sich nur tatsächlich die kompletten Statistiken anliest, wir haben doppelt so viele Torschüsse, wir haben 22-11 Torschüsse, wir sind 113,8 zu 107,56 Kilometer gelaufen. Also wir sind, also selbst der 1. FC Köln, der vor 2 Jahren noch mit Abstand das laufschwächste Team der Liga war, schafft es, einem Gegner 6 Kilometer mehr zu laufen. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann 170 zu 201 gespielte Pässe, 400 angekommene Pässe zu 117 und eine Passquote von 85 und beim VfL Bochum sind es 58. Ballbesitz 71 zu 29, Zweikampfquote 59 zu 41, Fouls 11 zu 21, das ist auch krass. Und Ecken 5 zu 5, aber ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, dass nachher wir 2-1 gewinnen. Mhm. Ja, umso wahnsinniger ist man eigentlich auch im Stadion geworden, als dann der Ball einfach nicht rein wollte. Ne? Ja. Aber nicht nur im Stadion, glaub's mir. Ja, und dann feiert man da gefühlt 10 Minuten lang das 1-0. Das ist ein Ding, ja. Und dann kommt auf einmal der Schiri und sagt hier, nee, war Hand, Feierabend. Und denkst, ja. Hä, was ist hier gerade passiert? Könnt ihr mir das erklären? Sein? Also ihr werdet es ja vielleicht nochmal zu Hause gesehen haben, dann im Real Life oder irgendwas. Könnt ihr mir erklären, was da regeltechnisch passiert ist? Also die Regel besagt ja, das oder neuerdings, sage ich jetzt mal, besagt die Regel ja, dass in unmittelbarer Torszene quasi der Ball, wenn er die Hand berührt, ist es immer unterstellte Absicht. Eigentlich ist Handspiel ja jetzt sehr stark immer von der Absicht abhängig und man sagt aber, wenn quasi im Zuge einer Torerzielung dann der Ball irgendwie an die Hand geht, dann wird immer Absicht unterstellt und damit ist es halt eben abzupfeifen und kein Tor. Und genau das ist ja in der Situation passiert. Es wurden dann immer so ein paar Vergleiche zu anderen Spielen und anderen Situationen gebracht, die aber eben den Unterschied hatten, dass der Ball nochmal irgendwie den Besitzer gewechselt hat vorher. Also dann kam ein Handspiel, dann ein Pass oder ein Doppelpass und dann wurde erst das Tor erzielt. Und das ist dann wiederum was anderes, als wenn jetzt der Torschütze den Ball an die Hand kriegt und dann eben ein Tor schießt. Mhm. Ja. Also regeltechnisch hat Baumgart ja dann auch eben in der Pressekonferenz gesagt, nichts zu beanstanden, auch wenn die Regel vielleicht unsinnig erscheint, aber ja, Stand heute war es halt Hand insofern. Ja, das ist mir schon klar mit der Handerzielung. Also A muss ich sagen, ich kann da auf den Bildern im Fernsehen gar nicht zweifelsfrei sehen, dass die Hand am Ball war. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich auch nicht. Mehr Brustwarze als Hand irgendwie von Jubicic. Und B, warum ist dann die Spielfortsetzung nicht Freistoß? Das habe ich auch nicht verstanden. Da das wird doch erst Anderson gefoult. Ne? Der Schiri zeigt Vorteile an. Der Vorteil wird dadurch Handspiel quasi nicht manifestiert. Nein. Weil das durch, also du hast ja die Szene, und du gibst den Vorteil durch das Handspiel selbstständig weg. Der Vorteil ist ausgespielt. Das ist genauso, der gibt ja den Vorteil an bei dem Zweikampf von Duda, ist das, glaube ich, ne? Ist das nicht Anderson gewesen? Anderson, ich bin mir da jetzt nicht. Also da das auf der anderen Seite war, er gibt den Vorteil Anderson, dann hat Ljubicic die Chance, erzielt das Tor, damit ist der Vorteil weg. Und im Zuge des Torerfolges zählt halt diese Handgeschichte und damit ist auch der Vorteil weg. Ja, so ähnlich habe ich mir auch das ist regeltechnisch, erklärt. Ja. Das ist regeltechnisch schon richtig. Das Problem ist halt, also das verstehe ich halt nicht. Wieso? Also das kann mir keiner erzählen, dass der VAR so lange dafür braucht. Also ich habe nicht verstanden, wenn da was gecheckt wird, warum zeigt man das nicht eher an? Also es war ja tatsächlich so, die standen da ja, wie lange standen die im Mittelkreis? Bestimmt eine Minute, oder? Weil das war ja im Prinzip, es kam das Trömmelsche,
Dann wurde der Torschütze ausgerufen mit Ljubicic. Und dann habe ich gedacht, warum spielen die nicht? Warum fangen die nicht? Warum spielen die nicht schon längst? Und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann siehst du nur, wie der dieses das Kästchen in die Luft malt. Und das ist einfach nicht zufriedenstellend. Das ist immer noch, klar kannst du im Stadion dann sehen, ja, da kommt dann diese Einblendung, ja, VAR-Check, Tor nicht gegeben, weil Hand. Ja, wer, wann, wo? Also, wenn du auf der anderen Seite des Stadions bist, das siehst du ja gar nicht. Das ist genau das Ding, was ich mir auch gedacht habe. Im Stadion ist es halt noch beschissener, ja, weil du ja nicht mal siehst, was war denn da überhaupt los und war das jetzt genau berechtigt oder nicht. Das wird ja gar nicht aufgelöst. Die machen es ja, die schmeißen es ja nicht auf die Videoleinwand zum Beispiel, sondern es wird halt einfach dann weggepfiffen und kein Mensch weiß Bescheid. Und ich habe dann irgendwie per WhatsApp noch einem Kollegen geschrieben, was war denn da jetzt los? Und der hat mir das dann zurückgeschickt. Von wegen, ja, war wohl irgendwie Hand. Aber im Stadion ist es halt nochmal ganz anders, als wenn du zu Hause vorm Fernseher dann noch 12 Wiederholungen siehst, wo das dann alles aufgelöst wird zumindest oder zumindest versucht wird, es aufzulösen. Aber das ist dann tatsächlich ein bisschen ärgerlich gewesen, dass du dann einfach da sitzt und im Grunde damit leben musst, dass da jetzt das Tor, was du gerade 5 Minuten lang frenetisch gefeiert hast, ja, einfach gar nicht zählt. Das war dann echt, ja. Ja, absolut. Vor allem, also vorher war der Ball ja schon mal im Netz, ne? Also auch, ja, von Jovicic, wo halt davor abgepfiffen wurde, weil Anderson geschubst hat. Angeblich. Ja. Ah, das ist aber auch sehr wenig. Die gleiche, ne, Szene wie Modest gegen Yasuo, genau, Dardai im Berlin-Spiel, wo es dann Tor gab. Ich fand sogar noch weniger, ehrlich gesagt. Ja, stimmt, hast du recht. Ich fand die Situation mit Modest eigentlich deutlicher, so wenn man die beiden Szenen vergleicht, als das jetzt am Samstag. Aber naja. Genau, er hat halt nur schon auf dem Platz direkt abgepfiffen, glaube ich. Ne? Deswegen hätte es gar nicht. Ja, genau. Der Pfiff kam schon, bevor der Ball im Netz war. Ja. Genau, und davor in der 4. gab es ja diese Monsterchance von Modest. Also es waren so ganz viele Momente, wo man schon den Jubel auf den Lippen hatte quasi. Und dann wurde es doch einem irgendwie wieder verwehrt. Aber gerade diese Chance von Modest, die war schon in der 4. Minute. Da hat man aber schon gesehen, was in diesem Spiel quasi der Standardspielzug sein würde. Ne? Der Ball muss irgendwie zum Kölschen Cafu kommen, der an diesem Spieltag wirklich alles geregelt hat für uns, zu Benno Schmitz. Ljubicic stoppt was dann immer, den Bochumer Linksverteidiger wegzuziehen und damit Benno da komplett frei flanken konnte. Und in der Mitte standen dann ja 2 Kleiderschränke mit Modest und Anderson, wovon in dem Fall dann Modest an den Ball kam. Ja, und ich sag mal so, normal macht er den. Ne? Also, dass der vom Posten dann wieder nicht rauskommt. Nicht nur den, da waren ja eigentlich ein paar Situationen. Also von den, was hast du eben gesagt, 22 Torschüsse oder was? Davon hat er gefühlt alleine Modest die Hälfte abgegeben. Ja. Und auch noch ein paar, wo ihm der Ball quasi geklaut wurde, ne? Wo er besser da stand zum Ball und hat ein anderer versucht, da irgendwie dran zu kommen. Ja, oder der einen Situation, glaube ich, wo er schon zum Seitfallzieher ansetzt und dann Duda, glaube ich, köpft oder Andersen köpft, genau. Ich weiß es nicht mehr. Das war auch wieder Flanke, Schmitz, wo dann Duda versucht, den zu nehmen, anstatt ihn für Modest durchzulassen zum Seitfallzieher. Ja. Genau, was ich an diesem annullierten Tor von Ljubicic so schade finde, das war ein richtig guter Abschluss von Ljubicic. Ne? Ja. Also wie cool der da bleibt und noch einen umdribbelt und dann ihn so ganz überlegt einschiebt. Finde ich schade für den Jungen, dass das Tor einfach auch alleine für ihn persönlich nicht zählt. Und so als Fußballästhet muss ich auch sagen, ist halt schon schade, wenn der Welt solche schönen Tore einfach verloren gehen durch den Videobeweis, ne, oder generell durch Handspiele. Ja. Also, ja, vor allem, aber bei dem, also auf das Tor, also auf das vermeintliche Ljubicic-Tor, das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist schon fein gemacht. Also, wie gesagt, ich habe es mir nachher nochmal angeguckt. Der lässt den Bochumer ins Nichts rutschen. Dann kommt Riemann, der ja, also es gibt ja unsympathische Torhüter, ne? Aber Manuel Riemann reiht sich da in eine Reihe mit Marvin Hitz ein. Wenn jemand tatsächlich in der 7. Minute anfängt mit Zeitspiel bei Abstößen, ne? So ein Schmuckgesicht. Also wirklich, ne? Boah, schubbelt's mich am ganzen Körper. Und dann noch so Interview nach dem Spiel zu geben, ey, ich bin Junge, fahr ganz schnell nach Bochum, mein Freund. Und wenn ich dich in Bochum sehe, mein Freund, dann lauf aber auch mal schnell. Also, absolut, Herr Riemann. Ich habe keine Interviews gesehen, hol mich mal ab. Was hat der gesagt? Ja, also irgendwie angesprochen auf das Spiel, sagt er dann: Ja, wir haben hier die Chance, 2-0 zu gewinnen. Dann denke ich mir so: What? Junge, was ist mit dir? Du hast überhaupt keine Chance. Also, er hat sich natürlich aufgeregt, dass beide Tore nach Fehlern gefallen sind. Mhm. Das kann ich natürlich als Torhüter verstehen, nur
zu erzählen, man hätte hier einen Punkt mitnehmen können. Ja, also nach so einem ja, komplett erledigten Spiel. Er meinte halt, glaube ich, in seiner Wut, wir haben es lange nicht hingekriegt zu treffen und sie hatten ein paar relativ aussichtsreiche Kontersituationen und wenn sie die sauber zu Ende gespielt hätten, dann na klar, hätten sie halt in Führung gehen können. So ungefähr war es gemeint von ihm, aber wir waren natürlich drückend überlegen und dass sie das Spiel verloren haben, ist vollkommen berechtigt und ich, ja, er war halt sickig und auch, gebe ich dir auch vollkommen recht, Mörder unsympathisch, insofern, ja. Naja. Ja, aber wie gesagt, das Spiel ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten den FC so gut Fußball spielen sehen. Und man muss auch sagen, der VfL Bochum hatte einige Konterchancen, nur ich sag mal, bis auf eine Konterchance haben wir auch tatsächlich, also das ist, damit, da meine ich die, wo Meret dieses Foul zieht und die gelbe Karte sieht, wo er Glück hat, dass ich glaube, Skiri fast auf gleicher Höhe ist, sonst hätte es nämlich Tschichos war, glaube ich, noch da. Oder Tschichos noch da. Wir haben alles wegverteidigt. Teilweise mit auf der letzten Rille, ich kann mich da an diese Szene erinnern, wo Skiri dann von hinten so ankommt, den Bochumer abdrängt und den wegrätscht und sofort in den Gegenangriff spielt. Und das habe ich selten erlebt, dass wir A so gut verteidigt haben und da nehme ich jeden aus der Defensive mit. Wie gesagt, ich habe schon so viele Kübel über Benno Schmitz und Rafael Tschichos ausgeleert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann nichts ansatzweise Negatives sagen über diese Leistung der gerade dieser beiden Spieler. Das war schon richtig, richtig, richtig gut. Und was wer da Benno Schmitz imitiert hat und für den auf dem Platz stand, das wie gesagt, ich freu mich unfassbar, weil ich habe das Gefühl, ich habe mit einem Hörer von uns vor dem Spiel gesprochen und der sagte dann, ja, ich war auch beim Training die Woche und dass halt Baumgart sehr, sehr viel mit Schmitz spricht und dass irgendwie das, man das Gefühl hat, dass da auch irgendeine Verbindung ist und ganz ehrlich, wenn das deswegen funktioniert, ja, das nehme ich so gerne mit. Vor allen Dingen, also wenn man sich diese Aufstellung so anguckt vor dem Spiel, ne, dann denkst du ja so, okay, also dann spielt da Benno Schmitz, dann spielt Dejan Ljubicic auf dieser rechten Flügelposition im 4-2-3-1 und du denkst dir so, okay, also das hätten wir Gisdol um die Ohren gehauen, diese Aufstellung. Oh, wie kann er da den Schmitz bringen, wie kann er den Ljubicic auf rechts stellen, der spielt nur einen Mittelfeldspieler, der hat keine Flankenspieler, das ist genau wie gegen Union Berlin, die Aufstellung davon, von Gisdol damals. Aber irgendwie schafft der Baumgart das, dass das alles funktioniert und dass das alles Sinn ergibt. Ljubicic, habe ich gerade schon mal gesagt, dessen Job war es halt wirklich, den linken Verteidiger von Bielefeld, von Bielefeld, von Bochum immer rauszuziehen, damit Schmitz halt diese Flanken schlagen kann. Und dann kommen die Flanken plötzlich auch noch an. Das war ja auch komplett anders in der Vergangenheit schon mal. Ich habe das Gefühl, wir haben ja immer gesagt, dass immer, wenn einer den Vertrag beim 1. FC Köln unterschreibt, schickt er seinen minder talentierten Zwilling zu uns. Ich habe das Gefühl, Baumgart hat den Schlüssel zum Keller gefunden, wo die echten Spieler eingesperrt sind und hat die alle mal rausgelassen. Hat die Zwillinge alle da runtergelockt, abgeschlossen, hat dann so den echten Benno Schmitz, der von Leipzig und Bayern ausgebildet wurde, von seinen Ketten befreit, den so ein bisschen aufgepäppelt, ein bisschen ans Tageslicht geführt und hat den jetzt einfach mal spielen lassen. Und das ist halt schon echt krass. Also muss ich wirklich sagen, total beeindruckend. Selbst der vielgescholtene Meret hat immerhin auch diese Steckbälle auf Benno Schmitz gespielt, die dann zu den Flanken geführt haben. Ne? Also war vielleicht der schwächste Spieler an dem Tag, Meret, muss man glaube ich schon sagen. Aber trotzdem war der jetzt auch nicht schlecht. Der war einfach nur ein bisschen ungestüm, gerade mit der gelben Karte dann. Ja, also wirklich sehr beeindruckend. Auch Duda kam jetzt wieder rein, der wurde ja auch schon so als Verlierer abgestempelt, ne? dieser Baumgart-Ära. Und spielt halt genau das, was er spielen soll. Also ist giftig, rennt an, trennt sich vom Ball, schießt auch mal, sucht den eigenen Abschluss. Bisschen doof, dass er halt Modest den Ball geklaut hat da beim Abschluss. Okay, passiert, hat er nicht gesehen. Aber er hat halt zumindest in weiten Teilen vergessen gemacht, dass Marc Uth nicht spielen konnte. Vielleicht bis auf die Abschlussqualität. Aber
Finde ich schon beeindruckend, was Baumgart mit dieser Mannschaft gemacht hat. Ja, das kann ich nur so unterschreiben, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum ersten Mal erlebt, dass alle auf dem Platz irgendwie Vollgas geben. Also sonst gab es ja beim FC immer mal irgendwie Spieler, wo du gedacht hast, so, yo, die machen hier den Traber der Woche. Die laufen gefühlt in der 30. Minute, machen die das Auslaufen. Da war eine, also ich weiß nicht, ob diese Emotionalität und diese, ich sag mal, Aggressivität einfach, also guckt euch, ihr müsst euch den, also jeder Hörer kann das gerne tun, geht auf YouTube und guckt euch diesen Spielberichtsbeitrag von der Sportschau an. Da wird darauf eingegangen, dass Baumgart dem FC diese Körperlichkeit zurückgibt. Allein guckt euch die Körpersprache von Steffen Baumgart an, wie der da steht. Der steht unter Vollspannung. Die Bilder sind großartig. Genau das sehe ich aber auch bei den Spielern. Da wird sich angefeuert, da wird sich abgeklatscht, da wird sich gegenseitig aufgebaut, da wird miteinander gesprochen auf dem Platz. Ich meine, das hörst du jetzt natürlich weniger, weil natürlich mehr Fans im Stadion sind und die Atmosphäre wieder ein bisschen besser ist. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, was er gemacht hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also Steffen Baumgart gibt diesem Verein und dieser Mannschaft irgendwas, was sie gebraucht hat, anscheinend. Und ja, wir sollten uns tierisch freuen, weil das ist wirklich gut anzusehen. Definitiv. Das Einzige, was ich halt gedacht habe, die ganze Zeit bis zur 80. Minute halt, bitte Leute, belohnt euch für dieses Spiel. Ja. Weil ich glaube, wir alle haben auch schon mal Spiele gesehen, wo wir schon auch gut waren und auch überlegen waren, aber halt wir jetzt auch in dem Spiel lange Zeit den Sack nicht zugemacht haben. Und dann kommt am Ende doch ein Konter des Gegners irgendwie mal durch oder einer senzt bei uns über den Ball oder der Panda springt nicht richtig ab oder sowas und schon steht es da mal 1-0 für den anderen Gegner. Und das war meine ganz große Angst, dass das passieren würde, wenn wir es nicht schaffen, den Ball da irgendwie über die Linie zu drücken. Aber einen besseren Beweis für Baumgarts Mentalität, so die Mannschaft ist nicht nur die erste Elf, sondern ne, da gehören viel, viel mehr zu, hätte er eigentlich mit den Einwechslungen und dem Endergebnis gar nicht mehr bringen können. Das war, wenn man es hätte aufschreiben können, dann hätte man es genauso gemacht, wie es am Samstag ablief. Ja, schon geil. Du bringst halt auch einen Luca Kilian, ne, der davor halt noch nie für deinen Verein gespielt hat, logischerweise. Der fügt sich gut ein. Ne, am Anfang vielleicht noch ein bisschen so die Nervosität gemerkt, aber hat für mich besser gespielt als Meret tatsächlich. Und der spielt dann noch den Vorpass vor dem 1-0 quasi. Ja. Also das ist ja auch einfach eine Leistung, dass du seit einem neuen Spieler, gut, der kennt jetzt Baumgart schon, ne, der Kilian, aber dass du trotzdem einen frisch geholten Spieler, der ja noch sehr jung ist und lange nicht mehr gespielt hat und so, dass du den da so direkt in das System reinkriegst. Ja. Also bin ich voll bei dir, aber war das nicht der Pass zum 2-0? Der Pass von Luca Kilian auf Ostrak? Kann auch sein. Bei einem von beiden Toren. Der andere war ein Ballverlust, ne? Das 1-0. Ja, genau. Das war ein Ballverlust umgeschaltet. Der war sogar von Schaub eingeleitet, ne? Das 1-0 tatsächlich. Ja. Der holt sich ja den Ball von dem Bochumer und spielt ihn dann halt raus auf die Flügel, bevor er ihn dann wieder kriegt. Genau, stimmt. Das 2-0 meinte ich gerade mit Kilian. Das 2-0 meinst du? Ja, aber ich bin voll bei dir. Also ich war auch überrascht, dass weil du siehst nur, dass sich jemand warm macht. Und da habe ich gesagt, krass, Louis Schaub. Also ich habe gedacht, das wäre Louis Schaub. Muss ich zu meiner Schande gestehen und sage, ach, guck mal, Schaub sieht kommt. Sieht ja auch nur 20 cm Größenunterschied. Ey, ohne Scheiß. Also das, wenn, vor allem du sagst, der Marco war eine Ausnüchterungszelle. Ne? Also ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe in dem ganzen Spiel nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Könnte daran gelegen haben, dass ich am Vorabend vielleicht ein bisschen zu viel getrunken habe, auf einer Firmenveranstaltung und dementsprechend, glaube ich, froh war um jeden Tropfen, den ich nicht im Körper hatte. Aber ich habe da nicht so drauf geachtet, weil ich war nach der ersten Halbzeit, muss ich dazu auch sagen, echt fertig. Ich war nass geschwitzt. Ich war, weil ich genau das gleiche Gefühl hatte, so, oh scheiße, wir belohnen uns nicht. Du kriegst dieses erste Ding von Anderson abgepfiffen, wo Anderson schuppt, da
dann kriegst du dieses Ljubicic-Tor abgepfiffen, das zweite. Und dann denkst du, oder siehst du, weil ich fand nämlich diese Phase zwischen der 40. und 45. Da hatte ich kurz das Gefühl, dass es auf wie Richtung, dass es Richtung Bochumer Seite kippen kann. Mhm. Weil da hatten die 2, 3, 4, 5 Konter, ja, wo ich gedacht habe, so, oh nein. Und wenn der Zoller auch noch genauso, also der Zoller hatte nämlich 3 Dinger. Wenn der Zoller zweimal besser abspielt und einmal ganz zum Schluss den Horn anders überwindet, dann steht es 1-0 für Bochum und wir alle wissen, dass die Spiele dann kippen können. Und das passiert halt nicht. Und ich war nass geschwitzt und habe dann gedacht in der Pause, oh, klasse, Louis Schaub kommt. Und dann denke ich so, hä? Nummer, was ist das? Ich glaube, Nummer 15 ist Kilian, ne? Das kann ich nicht sagen. Hat der die Nummer 15? Ja, irgendwie Nummer, also wie steht da eine andere Zahl auf der Auswechseltafel und denkst so, für Meri? Und dann, ah, Luca Kilian, ah, okay. Ja, ich vermute auch, dass die gelbe Karte von Meri damit reinkommt. Ich glaube auch, dass er war wohl angeschlagen. Okay. Also er hat sich wohl auch im Spiel irgendwie verletzt. Okay. Ja. Hatten sie am Fernseher nicht aufgelöst. Das war wahrscheinlich eine Kombination. Also ich glaube auch, dass er trotzdem ausgewechselt worden wäre, eben aufgrund der Gelbvorbelastung. Mhm. Aber es war wohl so, dass er selbst auch signalisiert haben muss, ich muss raus. Ja. Kilian ist die 15. Es gibt wohl ein Video auch auf YouTube, wie er irgendwann humpelt, an der Seitenlinie lang geht. Also irgendwie okay, hat er sich was geholt. Dann an dieser Stelle gute Besserung, Jorge Meri. Aber zumindest kann man relativ entspannt sein, wenn man sieht, wie Kilian gespielt hat. Marco, weißt du, wie der Herr Kilian mit zweiten Namen heißt? Nee, der hat bestimmt einen abgespaceden Namen, ne? Es ist viel besser als das. Es ist viel besser. Sitzt du? Hältst du dich am Stuhl fest? Ja, ich sitze, also, ja. Der heißt nämlich Luca. Luca Jannis Kilian. Nein, das ist Jannis Kilian, doch. Luca Jannis, ja. Jannis Kilian, da spielen Jannis Kilian und Jannis Kilian Horn spielen nebeneinander. Ach, da, yo! Yo! Jannis Kilian und Jannis Kilian Horn. Das ist faszinierend. Das ist fantastisch. Und dann spielen die ja noch nebeneinander. Ja, klar. Das ist fantastisch. Und Phil Horn auch noch. Ja, das ist wunderbar. Das machen die extra für uns, glaube ich. Die gucken welche Spieler an witzigen Namen und dann wollen die für uns. Ja, also ja, mit Zweitnamen ist der FC also reich gesät. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Luca heißt der mit ersten Raufnamen. Der heißt normalerweise Luca Kiel. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gehört. Also ich fand, dass er ganz am Anfang 2, 3 Mal ein bisschen gewackelt hat. Da war so ein Befreiungsschlag, den der, ich sag mal, vorsichtig auf die Seiten ausprügeln kann und zur Ecke raussprügelt. Da habe ich schon gedacht, so, ho, 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 ho. Und einmal, ich glaube, gegen Holtmann vom VfL irgendwie auch nicht so richtig gut aussieht. Und Holtmann hat ja, glaube ich, in der Vorwoche Mainz so ein bisschen auseinandergenommen. Und da habe ich schon gedacht, so, oh Gott, hoffentlich heilt das, aber er scheint den Baumgart-Fußball zu kennen und diese Flanke nachher auf Ostrak, sowas haben wir im Spiel auch schon gesehen und dann nämlich von Jorge Meret. Also der Meret hat da teilweise Pässe gespielt, gerade zum Start hin. Da habe ich gedacht, so, uiuiuiui, wo kommen die denn her? Also das, was Meret ja auch richtig gut kann, diese Spieleröffnung mit langen Bällen, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber man sieht halt schon, finde ich, dass er bei Dortmund ausgebildet wurde. Ne? Die werden ja auch ein bisschen Wert drauf legen, dass ihre Innenverteidiger auch mitspielen können und nicht nur rausholzen quasi. Und ich finde, das sieht man bei Luca Kilian schon. Ja, das war glaube ich, ein gutes Debüt. Also ich fand jetzt nicht, dass er da jetzt irgendwie groß negativ aufgefallen ist. Gott sei Dank. Ich würde jetzt auch behaupten, er hat erstmal jetzt die Nase vor Miri. Erstmal nur ausgehend von der zweiten Halbzeit und nicht von Trainingseindrücken, die wir nicht haben. Ja, das ist tatsächlich die Frage. Also ich denke auch so, in Anbetracht der ersten 3 Spiele, die wir jetzt gesehen haben, wird Miri nicht das riesige Standing haben als Innenverteidiger. Mhm. Und Kilian kam rein, hat seine Sache gut gemacht. Insofern, ja, kann gut sein, dass er jetzt erstmal in der Startelf steht.
Genau, also zumindest wenn Hübers nicht wiederkommt, der ist ja auch noch da auf dem Zettel. Ja, ich weiß nicht, was der hat, wie lange der ausfallen wird, aber sind ja 2 Wochen Pause jetzt, insofern wird er sich hoffentlich dann in der Zeit erholen. Nee, ja, aber ich meine, das ist doch gut. Ich meine, wie oft haben wir gesagt, also ich meine, es ist ja immer gut, wenn du da in der Innenverteidigung mehr als einen hast. Kann natürlich dazu führen, dass das Frustlevel bei dem einen oder anderen steigt, aber wie gesagt, ich glaube halt, auch das ist was, unter Baumgart ist es, glaube ich, ich glaube, der hält diese Anspannung bei jedem hoch, weil der, ich glaube, jedem irgendwie das Gefühl gibt, und das, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, es war sogar Louis Schaub, dass Schaub gesagt hat, ja, es geht gar nicht darum, also, dass er irgendwie gesagt, der Trainer gibt einem das Gefühl, dass jeder hier wichtig ist und gerade die Einwechselspieler natürlich jetzt auch einen Impact haben müssen. Und also alleine, dass das zweite Tor halt Ostrak auf Lemperle ist. Ja. Und davor das Tor von Louis Schaub. Das hätte es wahrscheinlich unter Gisdol nicht gegeben, weil der seine 3 Einwechselspieler schon vorher im Kopf hatte und mit so einem Louis Schaub hier zum Beispiel auch gebrochen hatte und den ja schon quasi ausgewechselt hätte. Und ob der jetzt einen Ostrak reaktiviert hätte nach dessen Rückkehr von der Leihe, glaube ich, hätte irgendwie auch nicht. Lemperle hätte auch nie eine Chance gegeben, ne? Der Herr Gisdol. Der wäre schon da gewesen letztes Jahr. Außer einmal halt in diesem letzten Spiel gegen Bremen, da wo wir uns da 6-1 verprügeln haben lassen, da durfte er mal ganz kurz ran und war schon nah an einem Torerfolg. Also, ich finde auch, das ist eine ganz große Stärke. Ich habe jetzt keine Statistik gesehen, aber ich würde mal tippen, dass wir sehr wenig Spieler haben, wahrscheinlich nur Kingsley Schindler, die noch nicht gespielt haben in den ersten 4 Spielen mit Pokal. Das stimmt, da werden ja nicht so viele bei sein. Ja, also ich wüsste jetzt, ich habe es nur, ne, also ich habe es keine Statistik oder so. Ich habe einfach nur überlegt, was mir gerade einfällt. Und da ist mir nur Herr Schindler eingefallen, der auch angeschlagen war. Aber ansonsten, warte mal, die beiden Torwärter haben ja gespielt, weil Schwebe ja im Pokal ran durfte. Zestic hat noch nicht gespielt. Gut, ja gut, ist ja jetzt bei der U21 erstmal, die zähle ich jetzt mal nicht, die Horn, Hübers. Horn ist verletzt, ne? Also Janis, der kann ich. Hübers hat gespielt, Meret hat gespielt. Ja, Katterbach ist halt Katterbach, der genau. Aber der spielt dann zumindest bei der U21, hat da Spielpraxis. Hier hat gespielt, Schmitz hat gespielt, Duda hat gespielt, Hector hat gespielt, Kainz, Lemperle, Ljubicic, Ostrak, ja. Sally Özcan, ja. Schaub, ja, Skiri, Thielmann, ja. Anderson, Modest. Hat Obutz gespielt? Ja, ne? Im Pokal? Ich glaube nicht, oder? Den Pokal wurde ja nicht eingewechselt. Ich meine, wird nämlich in die Saison welche dafür einzahlen müssen für ihn. Das kann sein. Das kann sein. Bin ich mir jetzt, müsste ich jetzt nachgucken. Ich gucke jetzt nach. Doch, hat nicht Obutz einen Elfmeter geschossen? Ja. Er hat sogar den ersten Elfmeter geschossen, den ersten, oder? Genau, ja. Genau. Da war ich noch so begeistert von, dass der sich direkt ein Herz fasst. Nein, das war Lemperle. Nee, stimmt, das war Lemperle, du hast recht. Werden wir das recherchieren? Können wir gerade trotzdem mal ein Stichwort? Nein, hat er nicht. Es war Lemperle. Dann hat Obutz noch nicht gespielt. Ja, dann habe ich die beiden auch gerade vertauscht. Komfort ist uns ja auch passiert. Aber wo wir gerade das Stichwort Pokal haben, was sagt ihr zum Pokallos in Stuttgart? Also in Stuttgart haben wir ja immer gut ausgesehen. Stuttgart hat mordsmäßig viele Verletzte. Also man hätte vielleicht ein glücklicheres Los kriegen können, aber mein Gott, ja. Wenn der Steffen Baumgart nach Berlin will, dann müssen wir auch da jeden schlagen im Idealfall. Und ich meine, wenn du die schlagen kannst, halt jetzt. Ne? Die haben ja irgendwie 16 Verletzte so gefühlt. Ja. Kalajdzic fällt bis Ende des Jahres aus. Silas ist verletzt. Das ist schon eine ganze Menge Aderlass bei denen. Ich glaube, es hätte deutlich schlimmere Lose gegeben. Ja, genau. Ja. Aber eben auch bessere. Insofern ist es ist okay. Ja. Kann ich mitleben. Ja. Ich glaube, es werden bis dahin auch noch keine Auswärtsfans erlaubt sein bis zum 27.10. Insofern ist zumindest die Reise jetzt warum? Nicht das Ausschlaggebende. Doch, am 3. war noch sind, Gäste, heute 10 Uhr Fanprojekt war, glaube ich, der Vorverkauf, oder? Ich meine auch. War nicht für Stuttgart, war, glaube ich, für Freiburg. Ja. Aber es auf jeden Fall sind Auswärtsfans in Teilen schon, ich weiß nicht, ob jetzt schon in jedem Stadion, aber auf jeden Fall in Teilen der Republik schon erlaubt. Ach so. Na gut, dann schauen wir mal. Ist ja auch bei uns waren ja jetzt auch Auswärtsfans. Ja, okay, wusste ich nicht. Ich dachte, wir wären nur Kölner da. Ist ja bis dahin wieder Herbst. Mal gucken, was da noch erlaubt sein wird. Ich bin mal sehr gespannt.
Nee, bin ich nicht. Aber ich habe jetzt gehört, dass die ersten anderen Bundesligisten nachziehen mit der 2G-Regelung. Zum Beispiel Wolfsburg hat jetzt bekannt gegeben, die wollten das wohl machen. Was direkt zu witzigen Kommentaren geführt hat, ob denn dann Wout Weghorst noch spielen dürfe im Stadion, da der ja nicht geimpft ist, wie er öffentlich zugegeben hat. Tja, gut. Aber auch das ist ein anderes Thema. Wollt ihr noch irgendwas zu dem Spiel gegen Bochum loswerden? Ja, ich glaube, man muss das 2-0. Also, was mir wichtig ist, bei dem Spiel ist, dass natürlich wir die Tore, also das sah nachher aus wie Handball. Du hast im Prinzip um den Strafraum der Bochumer rumgespielt und ich habe dann irgendwie gedacht so, also eigentlich muss gleich irgend so ein Tor fallen und Spoiler, lass mal, Dennis, du hast ja auch irgendwie kurz vorher geschrieben, wir müssen irgendwie so ein Ding reinmurmeln und ja, dann haben wir ja durch Louis Schaub das erste reingemurmelt und im Prinzip ja fast deckungsgleich das zweite nachgeschoben. Also das zweite war ja im Prinzip eine Kopie fast des ersten Tores. Und was mich da positiv stimmt, ist es halt aus dem Spiel heraus. Es ist nicht irgendein Zufallsprodukt, sondern es ist rausgespielt. Und vor allem nach klaren Mustern. Also ja. Die haben einfach Offensivmuster, die sie erfüllen, ja. Wo auch jeder weiß, was er zu tun hat, ne, und das einfach tut. Das hat sich ja auch in der Woche vorher gegen Bayern schon abgezeichnet, ne, dass wir da wirklich eine Idee haben und auch ein Konzept haben. Und nach dem Schema sind dann auch Tore gefallen. Und so ähnlich ist es dann dieses Mal auch wieder gewesen. Ja, also allein die Strafraumbesetzung, guckt euch die mal an. Bei diesem Tor zum 2-0, das war ja in der, wie viel, 89. oder sowas? Ja, 89. Da standen 5 von unseren Spielern im Strafraum. Der Ostdorf hätte 3 oder 4 Anspielstationen gehabt. Ja. Und unter Gisdol hätte da vielleicht einer gestanden, wenn du Glück gehabt hättest. Und das wäre vielleicht nur André Duda gewesen. Unter Gisdol hätte da keiner gestanden. Ja, weil alle abgesichert hätten. Weil du dich hinten wie die kleine Maus in den eigenen Strafraum zurückgezogen hättest und ums Gegentor gebettelt hättest. Ich meine, der FC kriegt es ja hin, selbst in so einem Spiel, ohne also noch ein Gegentor sich zu fangen und die letzten Sekunden noch ein bisschen zu zittern, aber. Und natürlich war es Zoller, ist ja auch klar. Ne? Ja, das war. Ich muss mich auch ein bisschen ärgern an der Stelle. Ich hatte in meinem Kopf schon einen Wettschein fertig, aber wegen dieser ganzen Bettgeschichte habe ich dann vergessen, ihn abzugeben. Mein Wettschein wäre gewesen: Simon Zoller trifft, Kombi mit über 2,5 Tore. Mhm. Ich würde eh behaupten, für die von euch, die Sportwetten machen, in Baumgart spielen über 2,5 Tore ist immer eine gute Idee. Ja. Das, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, wie oft haben wir gesagt, der FC zieht sich immer dann zurück, wenn sie ein Tor machen und igelt sich dann hinten ein und fängt an zu zittern. Und genau eben das nicht. Du hast gesehen, dass, ich weiß gar nicht, die Auswechslung kam ja danach, nach dem 1-0, ne? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, doch, kam nach dem 1-0. Du wechselst halt Lemperle rein und auch das ist ein Move. Du wechselst halt mit Ostrak und Lemperle 2 Spieler ein, die eben genau vorne massiv anlaufen können. Lemperle kam in der 71. Du meinst die Wechsel von Sally Özcan und Ostrak. Ostrak, genau, ja, genau, die beiden. Also, aber auch Lemperle vorher für Anderson. Das ist ein Wechsel, der voll Sinn macht. Ja. Weil ich mein, der musste kommen, weil Anderson kann nur maximal 70 Minuten spielen, wenn überhaupt. Aber immerhin bringt er dann Lemperle und nicht irgendeinen Abwehrspieler oder genau, sowas. Genau, genau. Also du hättest ja auch, weiß ich nicht. Da dann Sully bringen oder so. Da hätte ja, aber. Ja, also genau, du wechselst halt, ich sag mal vorsichtig, positionsgetreu. Und wenn man gesehen hat, wie der Lemperle angelaufen ist, ja ey, die Bochumer haben ein Quadrat gekotzt. Natürlich. Also das war halt aggressives Anlaufen und dann siehst du einfach, dass es von Erfolg gekrönt ist, weil die Bochumer, die haben da nicht, die haben nicht wie wir, ich sag mal, aus der Defensive heraus den Angriff gestartet. Die Bochumer haben erstmal lang rausgeholzt. Oder wenn sie den Ball im Strafraum hatten, erstmal Richtung Auslinie geholzt. Das nimmt dir natürlich auch viele Möglichkeiten im Spiel nach vorne und das macht es halt wirklich richtig gut. Und du verfällst halt nicht in dieses lang nach vorne Geholze. Also ich meine, das haben wir ja auch schon gesehen, da wird dann irgendwie ein großer Innenverteidiger eingewechselt. Ich meine, wie oft haben wir das erlebt, dass irgendwie dann Bornau mit nach vorne gegangen ist und einfach nur lang nach vorne geholzt worden ist. Nein, du spielst halt konsequent auch bis zur 89., 90. Minute weiter dein Spiel nach vorne, aktiv nach vorne. Und
jeder weiß das, wenn du aktiv nach vorne spielst, ist das die beste Verteidigung, die du hast, weil du den Gegner dazu zwingst, selber weiter zu arbeiten. Und die Bochumer, die waren auch nicht so, dass die noch bestimmt eine halbe Stunde länger gespielt hätten können. Also da waren auch schon ordentlich einige am Pumpen. Ja, genau. Die hatten natürlich auch noch ein paar Chancen. Ne? Also diese eine Ding, wo Tschichos auf der Linie blockt quasi. Ja. Den Schuss von, ich glaube, Löwen war das. Auf Eduard Löwen. Also klar, ne, da gehört immer auch dann das Quäntchen Glück zu, dass sie dann ihre Chancen ein bisschen schlechter ausgespielt haben, die Bochumer. Ich habe natürlich schon wieder gedacht, jetzt macht der Scheiß Zoller 2-1 und dann haben wir alle schon so ein Spiel erlebt, wo dann noch das 2-2 fällt. Ja. Ich muss aber sagen, so die ganz akute Angst hatte ich in dem Spiel dann irgendwie doch nicht mehr. Nee, weil die einfach so griffig waren und weiter angelaufen sind, weiter vorne verteidigt haben und so. Ja. Es war ja auch, waren ja im Grunde ein paar Sekunden eigentlich noch das Abseits. Da war ja Fratzen, aber anbrennt. Auch das haben wir schon hingekriegt, dann noch was zu fahren. Das ist wahr, ja, das stimmt. Insofern, genau. Ich fand es sehr bezeichnend, dass der Schiedsrichter Korto. Also ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ich fand, es war auch kein Spiel, was der Schiedsrichter richtig gut geleitet hat. Ich finde, Kortus hatte Phasen, wo er das Spiel halt, wo er viel hat laufen lassen. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit hat er ja sämtliche Scheiße abgepfiffen. Also auf beiden Seiten. Wo ich mir denke, so, Junge, dann lass doch mal das Spiel laufen. Also. Das finde ich aber recht typisch für deutsche Schiedsrichter, dass sie immer in der ersten Halbzeit einen kulanteren Kurs fahren als in der zweiten. Ja. Das scheint irgendwie sowas in irgendeinem Schiedsrichterlehrgang zu sein, was man da lernt anscheinend. Oder das hat sich so eingebürgert irgendwie, um nach hinten raus bloß keine Hektik entstehen zu lassen. Ja, ich, wie gesagt, mir ist es nur aufgefallen, dass ich fand, es war jetzt kein, da waren jetzt keine richtigen Fehlentscheidungen vorbei. Wie gesagt, bei dem 1-0 weiß ich, also bei dem ersten Tor von Ljubicic, was abgepfiffen worden ist, weiß ich nicht, ob man das so abpfeifen muss. Gut, hat er gemacht. Die Videoentscheidung hätte man sicherlich schon anders kommuniziert, also hätte man früher kommunizieren müssen, dass man dann einen VAR-Check macht. Hm. Dazu passt aber auch eine Frage, die uns erreicht hat von unserem Hörer und auch unserem Gast, dem Moritz. Der hat gefragt, ob wir mit den beiden Heimspielen gegen Hertha und Bochum auch Glück mit dem Spielplan gehabt hätten. Meine, Hertha, ich glaube, Big City, ja. Backup und ein Aufsteiger. Also ich glaube, wir hatten insoweit Glück, jetzt mal das Bayern-Spiel mal ausgeklammert, auch wenn das ja relativ gut in Anführungszeichen absolviert wurde, auch wenn wir es verloren haben. Es war ja trotzdem ein Spiel mit relativ positivem Feedback im Anschluss, weil wir uns da sehr gut verkauft haben. Aber ich glaube schon, dass dieser ganze Baumgart-Effekt jetzt auch eintritt, weil wir einfach eben einen guten Saisonstart hingelegt haben. Ich glaube, wenn wir das erste Spiel verkackt hätten und dann schließlich noch eine Niederlage gegen Bayern kassiert hätten, dann wäre dieser Vibe, den wir jetzt gerade haben und den wir auch alle so ein bisschen mitnehmen gefühlt, der wäre ein ganz anderer geworden. Also ich glaube, dass es schon auch wichtig war, dass wir den Saisonstart jetzt so hingelegt haben, wie wir ihn hingelegt haben. Sonst hätte das auch in eine andere Richtung kippen können. Ich glaube, gerade haben wir so einen kleinen Lauf gefühlt, auch in Sachen Motivation, auch vom Umfeld, aber auch die Mannschaft. Ich glaube, dann passt gerade sehr, sehr viel. Aber das hätte eben auch anders aussehen können, wenn das ein bisschen anders gewürfelt worden wäre und wir dann direkt drei sehr starke Gegner zum Beispiel zum Saisonbeginn gehabt hätten oder zum anderen Zeitpunkt in der Saison eben. Ja, ja. Also ich finde unser Auftragsprogramm gar nicht so einfach, weil also die Hertha ist sicherlich kein Club, der aufgrund der Möglichkeiten, aufgrund auch des Kaders, da stehen muss, wo die jetzt stehen. Also ich meine, die sind doch am ersten Spieltag noch komplett uneingespielt, weil die sind ja, aber 10 Spieler Team ist weg das und nicht? Neu. Naja, guck mal, Freiburg hat einen Spieler verloren, einen ja, neuen gekauft. Gut. Okay. Hertha hat 10 Spieler abgegeben und 10 neu gekauft, gefühlt. Und auch die Bayern am Anfang sind immer dankbarer als später in der Saison, wenn die sich ein bisschen eingegroovt haben. Ja, aber guck dir an, was die Bayern mit Hertha jetzt am zweiten Spiel, am dritten Spieltag gemacht haben. Ja, das ist eine Woche später. Ja, ja, natürlich, aber, klar. Aber also da war ja auch ein 9-1 im Pokal gegen irgendeinen Fünftligisten dazwischen. Ne? Die haben sich auch so ein bisschen einfach Selbstvertrauen geholt. Und dieser Supercup gegen Dortmund ja auch noch. Ich glaube, dass sich in der 10. Minute am ersten Spieltag unsere Weichen noch die von Hertha gestellt haben. Wenn der Serdar den Schuss macht und der Horn da nicht abtaucht und den abwehrt, wird Hertha 2-0, gewinnt das Spiel dann aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie 3-1 oder irgendwas.
und haben direkt einen anderen Saisonstart und wir auch, ne? Aber weil sie das Ding noch verloren haben, geht es für die in die eine Richtung und weil wir es noch gedreht haben, geht es für uns in die andere Richtung. Hatten wir total oft, also ich muss immer dran denken, das ist jetzt schon 20 Jahre her, jetzt redet Opa wieder vom Krieg, aber könnte ich noch an wie hieß er denn, Mokhtari, war das, hieß der Mokhtari? Yusuf Mokhtari, den wir mit viel Tamtam gekauft haben, hier Tannenbaumsystem, Powerfußball unter Uwe Rapolder und dann legt der Volldepp den Ball nicht quer und wir verlieren das Spiel noch. Hätte er quergelegt, 2-0, Spiel gewonnen, so haben wir es verloren. Und alle haben gesagt, naja, hier Rapolder, ob sich das durchsetzt, hier das Tannenbaumsystem, das weiß ich aber nicht. Und der Podolski jetzt hängende Spitze, also ich weiß ja nicht. Ne? Das ist genau so ein Moment, so ein Schlüsselmoment der Saison quasi, wo sich die Weichen zumindest der ersten 5 Spieltage oder so schon stellen können. Ja, klar. Ja, klar, selbstverständlich ist das so. Aber ja. Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, ich glaube, wenn der Saisonstart jetzt anders abgelaufen wäre und wir da jetzt nicht 6 Punkte aus den 3 Spielen geholt hätten, sondern halt bei anderen Gegnern eventuell halt 1-0, dann wäre dieser Vibe eben auch im Zweifel schon deutlich abgeflacht, zumindest mal. Und das hätte uns dann auch den Rest der Saison deutlich verhageln können. Also ich bin sehr froh, dass er so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Ja, na klar. Also selbstverständlich ist das so. Also ich meine, du verlierst, du gewinnst 3-1 gegen Hertha. Sauber. Jo. Dann spielst du gegen starke, also gegen das wahrscheinlich beste Team Deutschlands, gegen die Bayern, gewinnst du. Verlierst du, aber du hättest auch Punkte mitnehmen können. Das heißt, du gehst einfach positiv aus dem Spiel heraus und dann kriegst du den Aufsteiger, kriegst du einen Aufsteiger mit dem VfL Bochum und spielst das Spiel aber auch gut, weil, also machen wir uns doch nichts vor, wir gewinnen das Spiel, aber auch, weil wir gut spielen. Also wir gewinnen das ja nicht irgendwie glücklich 1-0 durch ein abgefälschtes Eigentor oder so, sondern wir haben das Spiel aus eigener Stärke heraus gewonnen. Und ich glaube, das ist halt das, was irgendwie positiv ist. Du gewinnst das Spiel, weil du eben alles dafür tust, um das Spiel zu gewinnen. Und nicht irgendwie dir da eigentlich glücklich zurechtmurmelst. Nee, absolut. Aber du gewinnst das Spiel vor allem, weil eben die Einstellung da ist und weil du merkst, dass jeder einzelne Spieler wirklich von Anfang bis Ende da ist, motiviert ist und einfach Bock hat. Und diesen Vibe meine ich halt, der sich jetzt quasi entwickelt, so eine Art Selbstläufer in Anführungszeichen, dass halt wirklich dieser Drive durch die Mannschaft zieht, das hätte halt eben anders laufen können, wenn die ersten beiden Spiele schon verloren gegangen wären. Nee, da bin ich bei dir. Ja. Genau, da hätte es jetzt gegen Bochum halt eben auch von der Dynamik her schon ganz anders aussehen können. Aber jetzt mal absoluter Konjunktiv, weil wir sehen ja, es läuft Bombe. Ja, und falls wir es noch nicht deutlich genug gemacht haben, Benno Schmitz, Fußballgott. Ja, Benno Schmitz ist auch der Titel der heutigen Folge, oder? Völlig, Benno Schmitz, ja, Fußballgott. Benno Schmitz, der kölsche Cafu. Ja. Also wirklich, also ganz ehrlich, was Benno Schmitz in diesem Spiel gebracht hat und geleistet hat, das kann man nicht positiv genug erwähnen. Also der hat ja, die Flanken, die waren gut, die waren auf den Punkt genau. Ich weiß nicht, ob ich jemals von Benno Schmitz über die ganze Saison, über die letzten beiden Jahre so viele gute Flanken wie in diesem einen Spiel gesehen habe. Der hat gespielt, als wäre er Jonas Hector. Ja. Also das war so, wo ich gedacht habe, so, okay, ja, okay. Ich meine, wir haben uns ja immer gefragt, warum wurde der bei Bayern und Leipzig ausgebildet? Was haben die in dem gesehen? Warum ist jeder Trainer immer Benno Schmitz-Fan gewesen tatsächlich? Der hat ja bei jedem Trainer immer ein höheres Standing gehabt als bei den Fans. Und jetzt, glaube ich, verstehen wir, was die Trainer in ihm gesehen haben. Ich glaube aber auch, dass, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass vielleicht auch Baumgart genau das jetzt rauskitzeln kann. Klar. Dass Baumgart genau der richtige Typ ist, um ich meine, das hat er in Paderborn auch gemacht. Also guckt euch mal die Kader an, die Paderborn immer hatte. Das waren ja keine Spieler, die irgendwo in der ersten Reihe gespielt haben, sondern immer die irgendwo
vom Laster gefallen sind. Ja, und vor allem, die haben ja auch bei anderen Vereinen, wo dann nicht Baumgart ihr Trainer war, nicht mehr so viel gerissen. Ne? Also ja. Sehe Streli Mamba als bestes Beispiel. Ja. Da kannst du auch einige andere nennen. Ne? Also Kilian zum Beispiel selber ja auch. Der hat bei Mainz ja auch nur die dritte Geige gespielt hinter den ganzen Saint-Just und so. Und bei Baumgart eben Stamm gespielt. Das scheint ein Trainer zu sein, der Spieler deutlich besser macht. Ich traue mich nicht, es zu sagen, aber es hat vor ihm schon ein anderer Trainer in Köln hingekriegt, die Spieler immer ein bisschen überperformen zu lassen und im Kollektiv besser zu sein als Einzelperson. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich auch nicht will, jetzt irgendwelche Erwartungshaltungen zu schüren oder so. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was im Gegensatz zu dem österreichischen Pendant da anders ist, ich finde, Baumgart hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Wenn der da auf dem, ganz ehrlich, ich stelle euch mal vor, ihr seid André Duda, ihr spielt so einen Hackenpass, was ja Baumgart richtig gut abkann, und es führt zu einem Ballverlust und du machst das in der 45. Minute. Ich glaube, du versuchst doch möglichst lange irgendwie auf dem Feld zu bleiben und nicht dem in der Kabine zu begegnen, oder? Also. Ich glaube, du verlässt im Kofferraum das Stadion, ja, damit also, du dem nicht begegnest. Christian Eichner Gedächtnisabgang, ja, genau. Ja. Ja, also das ist schon cool irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder positiv überrascht, wie Baumgart da Ansprachen findet und es auch scheint ja zu fruchten. Also ich habe nicht das Gefühl, also das hat man ja schon in den 24-7 Folgen beim FC gesehen. Die Spieler glauben dran, die Spieler sagen das auch immer, also auch ungefragt. Also in jedem Interview hörst du, wir glauben an das, was der Trainer vorgibt. Und ich glaube halt auch, das haben wir auch gerade schon gesagt, wenn du den Erfolg hast, dann ist das, glaube ich, auch einfacher daran zu glauben, an diese Klar. Idee des Fußballspielens. Klar, das ist, glaube ich, unbestritten. Soll ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil wir jetzt hier total euphorisch zu werden drohen? Glaubt ihr, wir können das alles, dieses Leistungsniveau, dieses Überperformen, diese Intensität über 34 Spieltage durchziehen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Also es wird mit Sicherheit irgendwo ein Einbruch kommen. Die Frage ist eigentlich eher, wie groß der ausfällt am Ende. Also ich glaube halt auch einfach dieses intensive Spiel, was wir da treiben. Ne? Also wir rennen ja irrsinnig viel. Du hast eben ja auch ein paar Statistiken dazu mal vorgetragen. Ich glaube nicht, dass du das jetzt die komplette Hinserie so abreißt zum Beispiel. Ich denke, das wird irgendwann, das kostet Körner und das werden wir irgendwann mal sehen. Die Frage ist halt, wie sich das dann eben bemerkbar macht, ne? Und inwieweit wir bis dahin schon performt haben und was das mit uns machen wird. Aber dass wir das so aufrechterhalten jetzt über die komplette Saison, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich sehr wundern. Genau. Gut, das war's. Jetzt geht's zurück zu Wasser und Brot für den Marco, wenn ich jetzt noch ein bisschen eine letzte Hunderunde drehe. Ich verabschiede alle Hörerinnen und Hörer. Wir alle tun das. Bleibt gesund, gehabt euch wohl. Support your local FC und Benno Schmitz, Fußballgott. Macht es gut. Wir sind raus. Wir sind trotzdem hier. Tschö. Tschö. Tschüss zusammen.